Und schon wieder zurück bei Pathfinder Wrath of the Righteous. Und was mir eben erst aufgefallen ist, guck mal hier, die nördliche Region hier. Wir haben das Ding erobert, wir haben das Ding erobert und damit haben wir diese nördliche Region hier für uns befreit. Es sind nur noch ein paar Dämonenarmeen da, die wir noch loswerden müssen. Ansonsten haben wir wieder ein Gebiet sichergestellt. Das gefällt mir. Ich mag das. Und ich glaube, ja, wobei doch, die Legion des Fuchses bleibt mal hier in der Festung drin. Ich habe gerade nochmal überlegt, ob ich sie eventuell nochmal irgendwie umstrukturieren oder umpositionieren soll. Aber bis sie Verstärkungen erreichen, bleiben sie erstmal da. Alle Charaktere sind erschöpft. Wir machen eine Ruhepause. Ich bin ja eigentlich auf dem Weg zurück zur, zu unserem Hof. Der Hof des Fuchses. Der Hof des fröhlichen Fuchses vor allen Dingen. Das ist umso wichtiger. Warum steht da eine Armee? Das ist die Kreuzfahrer Armee 2. Warum steht die denn draußen? Was ist denn mit denen los? So, mal gucken, was die fröhlichen Füchse für uns bereithalten. Hallo? Ich bin sicher, die drei hier sind wieder verantwortlich für alles. Ne, wo sind die drei denn? Kartenansicht, hier. Hier sind die drei irgendwo. Da oben. Satoru, endlich! Wir haben zwei Überraschungen für euch. Eine geplante und eine, naja, weniger geplante. Zuerst erzähle ich euch von der Unerwarteten. Gestern hat einer der Kavallerieformer versehentlich Maestro Arvens Lieblingsbecher zerschlagen und die Scherben vergraben, um sein Missgeschick zu verbergen. Die erste Folge ist, dass zwischen unseren Künstlern ein Krieg ausgebrochen ist. Und ich spreche nicht von stilistischen Differenzen. Der Maestro hat das Verschwinden des Bechers bemerkt und seinen persönlichen Kreuzzug gegen alle Kavallerieformer ausgerufen. Es ist erst sehr beängstigend, wenn er wütend ist. Und die zweite Konsequenz ist das hier. Aranka öffnet die Hand und präsentiert dir einige Splitter, die wie Bruchstücke eines Regenbogens aussehen. Das ist der Becher des Maestros. Seit sich eure Kräfte hier manifestiert haben, werden Dinge an diesem Ort transformiert. Allerdings nicht alle Dinge. Zuerst waren die Gnome ganz begierig, alles zu vergraben, was sie herumliegen hatten. Selbst einige ihrer Kameraden, mit deren begeisterter Zustimmung, versteht sich. Wir mussten sogar die chaldirischen Krieger bitten, ihnen Einhalt zu gebieten. Aber wir haben viel gelernt. Auf ungewöhnliche Gegenstände wirkt der Garten sich offenbar nicht aus. Amulette oder magische Waffen zu vergraben bewirkt nichts. Wenn man aber einen alltäglichen Gegenstand vergräbt, wird dieser in etwas Wunderbares verwandelt. Ist das auch eine Manifestation meiner Kräfte? Ja, ich studiere das Phänomen seit einer ganzen Weile, aber es besteht keine Notwendigkeit für eine tiefgehende Analyse. Jeder vom Garten verwandelte Gegenstand ist von euren Kräften geprägt. Ihr hättet sie ebenso gut mit eurem Namen signieren können. Ich will auch was vergraben. Warum macht ihr das nicht einfach? Achtet nur darauf, dass es etwas ist, das ihr nicht mehr braucht. Die Dinge, die sich hier materialisieren, sind zwar wunderschön, aber man kann sie nicht unbedingt im Alltag gebrauchen. Das macht mich neugierig. Und was ist mit dieser geplanten Überraschung? Oh ja, denkt nur daran, Maestro Arvin Turine und die Kavallerieformer zu besuchen. Sie wollten ihre Gedanken zu den ungewöhnlichen Eigenschaften des Gartens ebenfalls mit euch besprechen. Ilkis atmet tief durch. Und nun zur Überraschung. Wir haben versucht, alles, was wir über eure Kräfte wissen, zusammenzustellen. Wir haben damals in Kenabres begonnen und nun haben wir es endlich herausgefunden. Wir haben zwar keine besonderen Erkenntnisse erlangt, was eure Fähigkeiten angeht, aber wir haben ein spezielles Führungsritual entwickelt. Alles, was man macht, steht mit den Impulsen eures Herzens in Verbindung. Wunderschöne Impulse. Und nun wissen wir, wie wir euch an den Ort transportieren können, nachdem sich euer Herz gerade sehnt. Das können die Gärten Elysiums sein oder das Reich von Desna selbst, sofern unsere Annahme zutrifft, dass sie euch diese Macht gewährt hat. Ist das nicht magisch? Elysium tatsächlich zu besuchen, seine wunderbaren Wesen zu sehen, andere Wege zu entdecken, wie ihr euch beweisen könnt. Wir können jederzeit mit dem Ritual beginnen. Oh, ich weiß es, wir fliegen nach Hause. Oder vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall wird das ein Spaß, egal wo es hingeht. Ja, Aiwu, definitiv.
Habe ich irgendwas verpasst oder haben Sie den Wie kommt man wieder zurück Teil einfach ignoriert? Das ist eine gute Frage. Wie kommen wir denn wieder zurück? Daran haben wir noch nicht gedacht. Wir sind fast sicher, dass ihr aus eigener Kraft zurückkehren könnt. Oder vielleicht mit Hilfe derer, denen ihr im Elysium begegnet. Falls es nötig sein sollte, finden wir heraus, wohin ihr teleportiert wurdet und schicken einen Rettungstrupp. Wir haben hier schließlich einen ganzen Hof mit Freiwilligen. Mhm. Gib mir ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Sicher. Lasst euch nur nicht zu lange Zeit. Schließlich geht es hier um eure wahre Natur und eure wahre Bestimmung. Ja, es macht mir ein bisschen Angst. Erstmal wollte ich hier mit den Leuten reden. Hier mit dem... Beautiful. Wo steht er denn rum, der? Da ist die Mätresse und da ist der Maestro. Lasse uns hier mal mit dem Maestro sprechen. Würdet ihr freundlicherweise absteigen, werter Kollege? Maestro Aventurines Ton ist höflich und sanft, doch seine steife Miene ist ein Indiz, dass ihn das einige Mühe kostet. Ich bin Kavallerieformer. Mein Reittier ist ein entscheidender Teil meiner Kunst. Ihr würdet doch auch einen gewöhnlichen Künstler nicht auffordern, seine Staffelei wegzustellen, wenn ihr mit ihm über die Kunst sprechen wollt, oder etwa doch? Dieser entscheidende Teil eurer Kunst hat schon zweimal meine Skizzenmappe zerbissen, merkt der Straßenkünstler mit säuerlicher Miene an, protestiert aber nicht weiter. Nun denn, kommen wir zum Kern unserer Debatte. Oh, hier kommt der Herr des Hofes. Bitte entschuldigt uns, wir waren in eine recht hitzige Diskussion vertieft. Mhm. Worüber habt ihr denn gestritten? Die ewige Frage, deretwegen ich unsere guten Desniten bat, euch zu einem Gespräch zu bitten, Kommandant, antwortet der Künstler in hochmütigem Ton. Ihr habt es doch gewiss schon gehört. Seit ihr auf diesem Kamm einen Garten angelegt habt, wurden viele Gegenstände, die hier vergraben wurden, buchstäblich transformiert. Ihr habt einen wahrlich magischen Ort erschaffen. Dieser Kamm kann selbst die gehaltlosesten Dinge transformieren. Ich kann nicht in Worte fassen, welches Hochgefühl das in mir weckt. Das ist der Sinn aller Kunst. Sie erinnert uns daran, dass wir unsere eigene Geschichte immer in ein Märchen verwandeln können. Allerdings traten gewisse kreative Differenzen zutage, als wir überlegten, wie sich die wundersamen Eigenschaften des Kamms sinnvoll nutzen lassen. Ihr müsst wissen, einige der transformierten Gegenstände wurden essbar, während andere sich perfekt als Mosaikteile eignen würden. Ich würde aus letzterem gerne ein in den Fels gearbeitetes Kunstwerk erschaffen, doch die geschätzten Kavallerieformer haben anderes im Sinn. Ja, sicher. Wer, der noch bei Verstand ist, würde denn aus magischen Gegenständen eines magischen Felsens, der sich in der Weltenwunde in einem Garten verwandelt hat, ein gewöhnliches Bild oder Mosaik anfertigen? Wir haben eine bessere Idee. Eine essbare Skulptur. Wir werden das innovativste Kunstwerk in der Geschichte Mendes erschaffen. Vielleicht sogar Golarions. Und es die Öffentlichkeit dann verspeisen lassen. Eine köstliche Idee. Hurra! Ein riesiger Lebkuchendämon, oder? Andererseits, den Kamm mit einem hübschen Mosaik bedeckt zu sehen, wäre auch schön. Mhm, ich habe eine Präferenz, um ehrlich zu sein. Erzählt mir doch noch einmal, wie die Gegenstände transformiert werden. Ich sage es ihm selbst. Also ihr müsst nur irgendwas Nutzloses in ein Loch im Boden legen. Und dann puff, wird es hübsch und glänzend, bleibt aber völlig nutzlos. Oder besser noch, es wird essbar und lecker und damit nicht mehr nutzlos. Ja, Ivo hat recht. Seit ihr dieses verderbte Land in einen Garten verwandelt habt, werden Gegenstände, die hier vergraben werden, in etwas anderes transformiert. Und warum können wir nicht einfach beides machen? Es geht allein um das neue, Kommandant. Das erste Kunstwerk, das aus den magisch transformierten Gegenständen eures Hofes hergestellt wird, ist... Der Gnom hebt seine Stimme feierlich. Ein gewaltiges Ereignis. Das zweite Kunstwerk dagegen eher weniger. Das hat man doch alles schon gesehen. Mehr werden die Leute dazu nicht mehr sagen. Ihr müsst euch also entscheiden. Eine essbare Skulptur ist sehr nett. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das ein falsches Signal sein könnte. Ich glaube, wir haben hier einige Leute, die wirklich Probleme haben, auch genug Nahrungsmittel ranzuschaffen in diesen Kriegszeiten. Dann eine essbare Skulptur zu machen, wirkt ein bisschen dekadent, um ehrlich zu sein. Da würde das Mosaik in meinen Augen schon deutlich besser passen. Und deswegen... Maestro Aventurin kann mit seinem Mosaik beginnen. Der Gnom senkt niedergeschlagen den Kopf. Wie langweilig. Wenn dieser elende Pikinierkonditoren von unserer Niederlage erfahren, sind wir das Gespött der Kunstwelt.
Oh, das tut mir leid. Bitte ärgert euch nicht. Mit euren Ideen kann ich zwar nicht viel anfangen, aber eure Leidenschaft respektiere ich. Ich werde euch bei meiner Ansprache anlässlich der Präsentation des Mosaiks mit Sicherheit als Freunde und Unterstützer erwähnen. Ich werde bei meinem Mosaik eure Hilfe benötigen, Kommandant. Ihr müsst geeignete Gegenstände beschaffen. Ich habe keine Ahnung, was genau wir brauchen, aber wahrscheinlich einfache Alltagsgegenstände. Vergrabt sie auf dem Kamm und bringt mir die Mosaiksteinchen, in die sie sich verwandeln. Ich brauche mindestens 30 Stück. Danke. Dieser Tag wird in die Geschichte der Kunst eingehen. Jetzt tut mir der Halbling ein bisschen leid. Let's see what we can do. Naja. Achso, warte mal. Okay. Er hat mit uns nichts mehr zu besprechen. Ja, das ist die Alchemistin. Ja, auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin, aber was bleibt uns anderes übrig, als mal versuchen, uns teleportieren zu lassen, ne? Die Augenpaare starren dich an. Also, seid ihr bereit für das Ritual? Ich bin bereit. Beginnen wir augenblicklich mit dem Ritual. Seid ihr bereit? Ich bin ja so aufgeregt. Wenn alles klappt, werden wir gleich etwas Wunderbares bewerkstelligen. Ja, mal gucken. Das hinterlässt mich ein wenig hochskeptisch. Wohin die Seele ruft. Die drei Desna-Adepten wollen etwas Besonderes erschaffen und haben ein ungewöhnliches Ritual entwickelt. Zweck ist, die geheimen Wünsche des Kommandanten zu erspüren und ihn zu dem Ort zu teleportieren, den seine Seele ruft. Und zwar buchstäblich. Ilkes, Aranka und Mauerblümchen warten auf das Signal des Kommandanten, um mit dem Ritual zu beginnen. Hier hat uns Blutregen. Hier? Da, hier, ja? Das ist der Ort, an den uns unser Herz ruft? Sicher? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber es sieht übel aus. Alte Hütte. Nanü? Ja, was? Nein! Ich wollte doch nur gucken, was das ist. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da liegt ein Toter. Something over there. Oh, ein Helm. Das ist wieder einer von den Helmen, die, Warte mal. Ja, der gibt plus 4 auf Intelligenz. Ach nee, Moment. Als Hexe zaubert sie, glaube ich, bin mir nicht sicher. Zaubert sie mit Charisma? Das hatte ich ja nie so richtig rausgefunden, ne? Na gut, das finden wir bei Zeiten noch raus. Jetzt will ich erstmal wissen, wo wir hier sind. Moment. Der Leichnam einer Frau krallt sich an der Wand fest, als hätte sie versucht, sich einen Weg nach draußen zu graben. Was bei allen neun Höllen? Jedes Gefäß enthält einen toten Körper. Viele von ihnen sind seltsam deformiert. Oder mit zahlreichen Stichen und Schnitten versehen. Hat da jemand versucht, Körper zu basteln? Vor dir steht irgendein magisches Gerät. Es sieht alt und defekt aus. Ein großer, seltsam geformter Kristall steckt in einem Sockel des Geräts.
Ich muss alles anfassen, was ich sehe. Day 16. Abadius 4662. Experiment Transformation. Subject Young Male, Half Fiend. Objective to study the properties of hybrid souls. Desired result to see the same results that were previously achieved on full-fledged demons. Oh! Suture, bring me one more crystal. I believe I'm almost there. Ah, it's you. Good. Very good. Der Dredge-Dämon, der vor dir auftaucht, ist ein besonders erbärmlicher Vertreter seiner Art, die ohnehin nicht für ihre Stärke oder ein furchterregendes Auftreten bekannt ist. Seine schuppige Haut ist mit Narben übersät und seine unmerklich zitternden Hände sind seltsam verdreht. Dennoch verzieht er seinen Mund zu einer Art Grinsen. Have a look around. Go ahead. Meet the locals. They're not the best housemates, but there's never a dull moment. You'll like it. Here with us is definitely the place for you. Ich kenne euch, ihr wart als Halbling verkleidet. Wer seid ihr? Me? Why do you want to know? They call me the Suture. I'm the custodian of this place. The big, big expert, you know? With big, what you call it, expertise. I know all there is to know about it. Things nobody else knows. Deine Frage scheint den Dämon ernsthaft zu irritieren. You know, you really don't look like a baddie. You're funny, but sad. Oh, I'm awful bad. Just too weak to do much about it. Do you think it's easy to do bad things in this mangy body? Maybe I could wage a genocide against the lab's rat population. A bloody one! Als der Dämon wenig überzeugend grinst, entblößt er seine schiefen Zähne, was Ember kichern lässt. Moment, wenn das der ist, dann sind wir hier im Labor der Architektin. Ich kenne euch, ihr wart als Halbling verkleidet und habt vor Descaris Angriff in Canabis mit mir gesprochen. How did you? Maybe I was disguised. Maybe I did speak to you. Fat lot of use that knowledge will do you. Do you think now I'll just bare my soul and reveal all my secrets and whatnot? You can think again. Was ist das für ein Ort hier, Dämon? What? You mean you don't know? It's my Lady Aurelius, her old laboratory. She used to live here back when she was still mortal. Before those Sarkorian dogs came and took her and tossed her into the threshold. But they only found the house. They never got into the lab. Die Stimme des Dämons zittert seltsam. My lady came back here, after. When the Abyss had already bitten off a chunk of your world and Sarkoris had become the world wound. But she never liked this place and she abandoned it many years ago. Along with everyone in this place too. You can enter here. But leaving is impossible. Impossible. That's why all the people abandoned here got out of their cages and started living as best they could. You'll see. Darum hat sie auch versucht, sich da einen Weg freizugraben, quasi mit bloßen Händen. That's if you can get through. The lady placed barriers here that only let demons through. They don't keep me out, but you're gonna have trouble trying to break through. I heard there's a knack to it, though. So keep trying. Warum genau hat unser... Ich dachte, wir würden im Elysium landen. I've heard of you, Succubus. The barriers won't let you through, so don't even think about trying. You might be a demon, but you've got Desna's stink all over you. Pew! Der Dredge wirft Arushali einen Blick zu. Arielu Borlesh lived here? This is where she summoned the Abyss. It terrifies me to even think of what could go so wrong in a mortal soul to make them choose to become a demon. Rüscherli schaudert und tritt so dicht an dich heran, dass sie beinahe deine Schulter berührt. Sie flüstert. To be honest, I'm glad she's not here. I'm afraid of her. I'm afraid of the moment when we'll meet face to face.
Der Succubus senkt den Kopf. Sein Flüstern ist kaum wahrnehmbar. Don't be afraid. It will be the end. Either of her or of us. If it's the end of her, that means we'll have won. And there's nothing to be afraid of. If it's the end of us, then we'll be dead. And we'll have nothing to worry about anymore. So there's no point in being afraid now either. Ember, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Lektion. Ich glaube, da sollten wir uns alle mal an die Nase fassen. Warum hat er mich angesprochen? Out of boredom. I've been stuck in here a long time. We don't see new faces very often, but it does happen. People come across this place by accident, wriggle inside, and then can't get out again. And isn't it a good thing I learned to speak your language? You won't find a dredge as educated as the old Suture here. Könnt ihr mir denn vielleicht sagen, wie ich hier rauskomme? Maybe I'll tell you. What harm will it do? But first, go and take a look around. The answer's not as simple as you might think. Oh je, ich habe ein ganz schlimmes Gefühl, dass wir hier ganz viele Rätsel lösen müssen. Was wollt ihr damit sagen? Denkt nicht einmal, ich wäre wie ihr Dämon. Why do you have to go squaring up to me like that, eh? Maybe I was trying to say something nice to you. To build a, what you call it, a rapport with you. Der Dämon fletscht erneut seine Zähne und versucht offenbar freundlich zu lächeln. Ich habe zu tun. Be careful. This place is dangerous. It hides many things that have never been seen beneath your sun. It is not my land, but it isn't yours either. Plötzlich neigt der Dämon seinen Kopf und fährt mit ruhiger und ernster Stimme fort. Elysium, ja? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ah. Das Labor von Arelu Vorlech, der Architektin der Weltenwunde. Werden wir jemals erfahren, warum sie diese Weltenwunde... Can't make the demons wait. Das sieht schon sehr übel aus hier. Oh. Allein diese ganzen Runen auf den Türen. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Das ist ein Ascheriese, oder? Also, das war mal ein Ascheriese. Ein Mantel des alten Herolds. Oh. Warte mal. Fokussiert der Träger dieses Mantels Energie, um jemanden zu heilen? Erhält er einen Bonus von plus 2 auf Überzeugungswürfe und der Rettungswurf SG seiner Zauber... Der Kategorie Zwang erhöht sich um 2. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist für... was hat er denn aktuell für einen Umhang? Ja. Ja, das sieht halt so schick aus hier mit dem... Oh, wow. Ja, aber das Rot passt, glaube ich, besser zu ihm in dem Augenblick. Mit dem Wappenrock. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Der bloße Anblick dieses Gerätes lässt dich schaudern. Es ist nicht klar, für welche Art von Experimenten es benutzt wurde, aber sie waren für das Opfer gewiss nicht angenehm. Ja, gewiss nicht. Da bin ich mir auch sicher. Ich glaube, für die Leute, die hier drin waren, war nichts von dem... Oh mein Gott. Schattendämonen. Na? Zila, hör auf Ivo einzuschlagen! Das gefällt mir überhaupt nicht. Was? Jetzt sind wir alle verwirrt. Moment! Verlangsamen? Okay, das ist ja noch in Ordnung. Verlangsamen? Verwirrt. Kann nicht normal agieren. Die beiden sind verwirrt. Der Rest ist nur verlangsamt. I'm done with you.
Na, jetzt hör doch auf! Ist noch 6 Sekunden, 3 Sekunden verwirrt. So, Verwirrung ist vorbei. Was? Glitzerstaub. Was zum Henker? Ein Rapier. Trank, Kälte widerstehen und eine silberne Scheibe. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir immer so ein bisschen Krimskrams mitnehmen, wie Holzlöffel und so weiter, damit wir das dann im Hof vergraben können. Denn ich denke mal, das sind diese Alltagsgegenstände, die sie meinen, die einfach keinen besonderen Nutzen haben. 34, wie lange seid ihr noch verlangsamt? 2 Sekunden. Ah, verlangsamt hat aufgehört, sehr gut. Wo ist der Dämon hin? Und was ist das? Was ist das für eine Maschine? Oder eine Altartafel? Nee. Mhm. I sense something. I feel like a chosen one. Ich habe so ein Gefühl, dass da mit Sicherheit Let's see if I can sneak around. Gegner warten werden, wenn wir die Falle versuchen zu entschärfen. Oder auch nicht. Alright. Na gut. Lieber auf Nummer sicher gehen, ne, bevor man es hinterher bereut. Rattenschwarm, verderbter Rattenschwarm. Moment. Kann ich da nicht... Kann ich da nicht Folgendes machen? So kann man auch einen Kampf beginnen. Die haben mich zu Fall gebracht, die Fiesen. Na, wo lauft ihr hin? Der Dämon da. Was? Oh! Da war aber jetzt jemand sehr wütend. Haben wir den jetzt aufgeschreckt, dadurch, dass wir hier die Ratten. Was ist denn das? I am here all week. No reason to pause. What the hell? Schweinekopf, Flügel, riesige Hand. Wissen Arcanum 34. Ja. I'll get it next time. Ein magisches Gerät mit unbekanntem Zweck. 34? Schwierig. Obwohl Satoru ja in Sachen Arcanum eigentlich durchaus sehr gebildet ist. Was ist das? Ein Stück beschriebenes altes Leder aus alter Zeit. Dieser Gegenstand war einst von großer Macht beseelt. Du scheinst einen Splitter eines zerstörten Artefaktes gefunden zu haben. Wir müssen ganz dringend mit dem elfischen Geschichtenerzähler reden. So wie mir scheint, hat Arelo hier nicht nur an der Weltenwunde gebastelt, sondern auch andere Dinge hergestellt, die glücklicherweise, oder ich will jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, aber die glücklicherweise hoffentlich nicht in der Welt draußen rumrennen. Das Rapier war ein beschleunigtes Rapier aus kaltem Eisen plus 3. Das ist nicht so schlecht. Beschleunigt heißt, glaube ich, hier, Schnelligkeit ist 2 Angriffe in einer Runde. Also zweimal angreifen, wo man normalerweise einmal angreift. Hat einen vollen Angriff, hat er einen zusätzlichen Angriff, genau. Mächtiger, fleischfressender Kristall? Was für ein fieser Möb, was hat sie denn hier alles für komische Kreaturen drin? Wissen Welt 29.
Ich wäre ja schon neugierig auf all die Dinge hier. Fehlgeschlagen. Das ist ärgerlich, dass es immer fehlschlägt. Das Loch erstreckt sich in die Dunkelheit und scheint unergründlich zu sein. Normalerweise ist, was geschehen ist, ist geschehen. In solchen Situationen wünschte ich mir, ich könnte einfach mal laden und es so lange versuchen, bis es funktioniert. 24, Wurf 8 plus Modifikator 16, Schwierigkeitsgrad SG 29, Ergebnis Fehlschlag. Ja. Da hätten wir mindestens eine 13 würfeln müssen. Nun ja, was geschehen ist, ist geschehen. Können wir jetzt nicht rückgängig machen. Es sei denn natürlich, ihr sagt, hey, mach das unbedingt rückgängig. Ich will wissen, was es hiermit auf sich hat und was es da hinten mit dem Ding, mit dem Loch hier auf sich hat, dass man hier durch die Wand sehen kann. Aha. So viel dazu. Ja gut, in diesem Sinne, wir werden wahrscheinlich hier einiges vor uns haben und entdecken können. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und darum sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Dabeisein bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.